Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, als wir losgefahren sind, die Paletten abholen fürs Zuckerrohr. Die werden wir jetzt einfach mal abholen fahren. Wow, mit etwas mehr Speed als wir wollen. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es eine automatische Ladefunktion oder muss ich das selber verladen? Und das dann noch in der Nacht, oh mein Gott. Wir fahren von der anderen Seite ran. Genau so hier. Was ist das? Kann man den verlängern? Und Tatsache. Oh lol, das habe ich gar nie gewusst. Das ist ja mal interessant. So, jetzt kommt das schwierige Unterfangen. Wie kriegen wir alle Paletten gleichzeitig darauf? Ich bin zwar gelernter Lagerist, aber ich habe keinen Staplerschein. Jetzt ist die Frage, hält das auch so? Das war so arschklar. So. Nummer 2. Das holen wir jetzt von vorne. Da müssen wir dann mit dem LKW die ganze Zeit hin und her fahren. So, das wird auf jeden Fall etwas schwieriger werden, das dann heil nach Hause zu bringen. So, da hinten passt noch eins drauf. So.
Er hat doch Festschnallgurte dort. Dann müsste man das eigentlich festschneiden können. Gleich mal gucken. Okay, die Gurte sind weg. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, los, das versuchen wir auch von der anderen Seite da hinten drauf zu bekommen. Tja, Freundchen und so, ne? Oh, ob wir das hinkriegen, ey. Läuft bei mir. Ich glaube, bis wir hier fertig sind, ist der nächste Tag in Game angebrochen. Ach so, deswegen geht das nicht. So, wir haben noch ein paar Paletten vor uns, aber die passen alle drauf. Ich möchte mal nur hoffen, dass uns unterwegs keiner abhanden kommt. Das wäre etwas peinlich. Ja, komm bitte mal runter hier. Du bist nicht richtig drin. So, 6 von 16? Ne, 6 von 12 haben wir verladen. Läuft. Das ist bestimmt gerade sehr langweilig, mir zuzugucken. Leider kann ich hier keinen Helfer einstellen, der das macht. Aber wer weiß, vielleicht lacht ihr euch auch gerade alle tot, so wie ich hier verlade.
Ja gut. Scheiße. So, und hier drehen. Ganz vorsichtig. So, da kommt jetzt noch eins drauf, die anderen zwei auf die andere Seite und dann ist es voll, der Anhänger. Ups, so. Gleich sind wir fertig. Dann haben wir es geschafft. Yep, letzte Palette noch. Die können wir eigentlich auch so transportieren. Ist doch was, scheiß drauf. Ja. Man sollte beim Zocken nie einen Kaffee trinken. Man sieht, wo es endet. So, der Anhänger steht dort. Ich hoffe mal, das reicht aus, was wir gekauft haben. Und Mann, ist das Zuckerrohr schnell mit dem Wachsen. So, einmal raus. Wir nehmen aber einen anderen Trecker hierfür. Wir nehmen nämlich unseren kleinen starken, ne? Weil wir den hier vielleicht noch ein paar Mal brauchen mit der Gabel oder der Schaufel. So, wo ist der kleine? Da steht er. Der hat nämlich gut Kraft dahinter, trotz dass er so langsam ist. Ja.
Das ist das Einzige, was ich an dem nicht mag, dass der so langsam ist. Aber die Kurvenlage ist extrem gut. Was er an Gewicht ziehen kann, ist einfach nur geil. So. Anhänger wird befüllt. Und jetzt muss ich natürlich switchen, denn wer will schon den Weg hier laufen? Also, nee. So, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Das ist schon ein halber Schwerlasttransporter hier. So, es tut mir leid, falls ab und an mal ein paar merkwürdige Nebengeräusche kommen, aber ich bin total erkältet, trotz dass draußen so ein richtig geiles Wetter ist. So, das Feld ist unbearbeitet, das heißt, ich fahre jetzt einfach mit dem Trecker drüber, mit dem LKW. Denn ich bin ja nicht doof. Und da wird nach und nach alles schön befüllt. Eins ist drin, zwei ist drin, das ist jetzt die dritte Palette. Und da kommt die vierte Palette. Ja, müssen vielleicht noch mal eine Fuhre kaufen fahren, aber es reicht. So. Den stellen wir uns einfach mal hier an den Rand jetzt hin. Und ja, dann war es das auch wieder von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.